Hallo, was waren Sachen? Ja, neue Woche, neuer Stream und die Woche geht es mir deutlich besser als letzte Woche. Letzte Woche war es ja, ging es mir gar nicht gut. Da kam auch viel auf einmal, viel schlechte Sachen von allen Seiten und mir ging es gar nicht gut. Die Woche ist es schöner, die Woche ist entspannter, obwohl eigentlich nicht, die Woche ist komplett voll geplant. Hier mein schöner Terminplaner, aber so, dass ich da nicht wieder hier die Leute, ich will ja hier keinen Boxen oder so. Ich habe so zwei davon. Das sind meine Termine für die letzte Woche, weil ich bin tatsächlich jetzt im Endspurt. Die letzte Woche Reha. Und ich kann bis jetzt schon sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich in die Reha gegangen bin. Das hat mir sehr geholfen. Hat mir viel an die Hand gegeben, dass ich halt auch besser klarkomme. Klar, ich bin jetzt nicht Wunderheilung. Wunderheilung funktioniert. Also generell aus Depressionen raus kriegst du nicht in 5, 6 Wochen erledigt. Man kriegt aber hier viel mit an die Hand und man probiert hier oder man kann hier viele Dinge ausprobieren, um sich für sich das Richtige zu finden, um halt einfach mit den Sachen, müde zu werden, mit den Sachen klarzukommen. Das kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt oder kriegt das geraten oder euch, also wenn ihr die Möglichkeit habt, geht in Reha. Kann ich nur empfehlen, es ist eine schöne Sache und eine gute Sache. Und man kriegt halt so viel an die Hand und kann dann gucken. Ich habe dann auch tatsächlich gemerkt, weil ich faule Socke dann doch mal mehr Sport gemacht habe, dass mir das tatsächlich auf Dauer auch gut tut. Fand jetzt ein bisschen schade, dass der heute ausgefallen ist tatsächlich. Bin dafür aber bei dem Bullenwetter laufen gegangen und habe mich dann geärgert, dass ich bei dem Bullenwetter rausgegangen bin. Aber was willst du machen? Ein bisschen was wollte ich machen. Ich bin nicht ins Fitness gegangen, weil morgen früh habe ich auch Fitness. Da sagte zwei Männer hintereinander, ist auch Blödsinn. Wie so zwei, dreimal die Woche halt ins Fitnessstudio gehen, Krafttraining mache und oder halt Muskeltraining, wie auch immer. Und das werde ich auch für zu Hause beibehalten, dass ich jeden Tag halt morgens ein bisschen Gymnastik, also so Dehnübungen und so weiter machen. Weil ich mache das mal im Livestream generell. Ich will ja wieder streamen, das fehlt mir auch total. Nicht nur, dass ich verdammtes Heimweh habe. Ich will nach Hause zu meiner Family, zu meinem Zimmer, zu meinen Hundis. Ja, und streamen will ich auch wieder. Das hat mir gefehlt. Ich hatte es ja mal versucht, die erste oder zweite Woche. Es hat nicht so gut funktioniert. Zum Hause funktioniert es hoffentlich wieder besser. Ich hoffe, das Internet spielt da halbwegs wieder mit. Das war ja auch immer so eine Sache. Oh. Ich muss ja viel gehen, weil ich viel rede. Und vielleicht habt ihr auch mitgekriegt oder hört das gerade raus. Ich habe tatsächlich ein neues Mikrofon und ich habe hier jetzt erstmal nur die Rauschunterdrückung drin und weiß noch nicht so gut wirklich, wie das klingt, weil ich habe das jetzt einfach mal angestöpselt und nutze das jetzt einfach direkt als Probelauf für den Vlog. Ich habe dieses schöne Mikrofon, da sind wir. Deutsch und ich, wir werden keine Freunde mehr, genauso wie Zeit. Und das leuchtet halt schön, das fand ich halt echt cool. Es hat auch hier einen Stecker noch für Kopfhörer. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich habe das jetzt wirklich Probelauf und das ist jetzt die Probelauf, wenn euch das Mikrofon gefällt. Ich sage euch auch gleich, wo das herkommt. Ist nicht sponsert, habe ich halt selber gekauft, um zu gucken, ob es funktioniert. Weil ich halt ein neues brauche, mein altes hat ja mitgekriegt. Das war nicht mehr ganz so knorke. Hatte halt einfach nur ein paar Features, die ich cool von längst kaufste. War nicht so teuer. Habe ich hier einen Lautstärkeregler. Kann ich leiser und lauter machen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt die Ohren nicht gesprengt. Ich versuche gerade zu gucken auf OBS, dass ich so in dem gelben Bereich bin. Und hat hier oben da einfach noch einen Mute-Button und macht dann folgendes. Man kann es muten und es leuchtet rot und dann ist auch der Ton weg. Da muss ich nicht jedes Mal OBS durchsuchen, wo dann jetzt das Mikrofon ist und wo kann ich das muten und dann mute ich wieder das Falsche. Kann ich jetzt so machen, wenn halt wieder was dazwischen kommt. Und das Ding hier ist das schöne Mikrofon. Und das gibt es gerade im Action. Das habe ich gefunden. Also ich habe es im Action gekauft. Wenn ihr auch ein Action habt und euch die Qualität dieses Mikrofons gefällt, dann könnt ihr das kaufen. Ist halt nicht Sponsor. Das ist eine Sache, die ich halt so gefunden habe. Generell, ich werde, wenn es gut läuft, habe ich so ein paar Sachen, die ich ausprobieren möchte, die halt auch in so die Kunstrichtung fallen. Halt neben halt so Mikrofon und alles, was ich so die Finger kriegen kann, gucke ich mal, dass ich ein paar andere Sachen ausprobiere. Ich habe ein paar coole Sachen gefunden, die ich einfach mal testen möchte.
Ich habe das ja schon ein bisschen gesehen im Action Hall. Ich bin nie dazu gekommen. Es war ja alles geplant, bevor ich in Rea gehe. Und dann bin ich in Rea gegangen und konnte das nicht mehr umsetzen, dass ich einfach ein paar Tools kaufe und die ausprobiere und gucke, wie die funktionieren und die sind. Ich habe auch das ein oder andere von Temu bestellt und gucke dann mal, wie es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist super. Dann kann ich das auch nutzen für halt meine eigenen Arztgeschichten. Da habe ich eh noch ein bisschen was in Planung. Das dauert aber noch ein Weilchen. Da verrate ich jetzt auch noch nicht so viel. Auf jeden Fall ist da ein bisschen was, da kommt ein bisschen was auf euch zu. Wenn euch komische Dinge irgendwie vorhanden sind oder irgendwie zwischen die Finger kommen und ihr sagt, komm, das könnte man nochmal testen, aber ich will es selber nicht testen, könnt ihr ja mal in die Kommentare irgendwas schicken. Sei es über Amazon. Ich habe jetzt auf Temu viele lustige Dinge gesehen. Ich habe auch hier im Action-Ton ein paar lustige Dinge geholt. Da werde ich ein bisschen dran basteln. Ja, es wird geheimnisvoll. Es wird ein bisschen spooky, weil es ist jetzt, steht Halloween ja vor der Tür. Es wird schon verkauft im August. Naja, da haben wir ein bisschen Zeit, aber es gibt ein paar Halloween-Sachen, die ich dann onstream und in Videos verarbeiten werde. Und da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, ob ihr euch freut oder ob ihr das lustig findet, was auch immer das wird. Und ja. Und eine Sache noch. Sagt, ich habe jetzt viel damit verbracht, einfach zu planen, was nach der Reha ist. Ich bin auf jeden Fall auch auf der Gamescom, auf jeden Fall den Donnerstag und wenn es gut läuft, auch auf den Samstag. Und da bin ich mit einer guten Freundin unterwegs und wir verteilen Sticker. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich ein bisschen vorbereitet habe oder vorgearbeitet habe, weil ich jetzt in der Reha bin. Ich bin jetzt nicht so zu viel gekommen, wie ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich mehr zeichnen, aber ich habe halt hier kompletten Terminplan voll und bin dann halt abends K.O. Und dann ging nicht mehr so viel. Aber ein paar Sticker habe ich. Wir werden dort ein paar Sticker verkaufen und so ein bisschen für uns Werbung machen. Vielleicht findet ihr uns ja auf der Gamescom und kriegt ein kleines Stickerchen. Mal schauen. Ich werde das halt dann nächste Woche Dienstag dann von zu Hause machen. Dann kläre ich es auch noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht komme ich auch zu ein bisschen mehr. Ich habe ein paar Ideen, die ich machen wollte, aber ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe, weil ich habe ja quasi noch 2 Tage dann nur zur Gamescom. Dienstag komme ich irgendwann nach Hause. Dann habe ich noch den Mittwoch und Donnerstagmorgen fahre ich ja schon los nach Köln zur Toko und mit Toko fahre ich dann auf Gamescom. Und dann gurken wir den Donnerstag auf jeden Fall rum und wahrscheinlich auch den Samstag. Ja, so viel zur Planung. Und wenn Gamescom und so weiter alles rund ist, normalisiere ich das, da werde ich auch mal einen Streamplan erstellen, dass wir tatsächlich mal einen Plan haben. Ich möchte ja, wie gesagt, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich halt nicht mehr abends regelmäßig streame, sondern morgens, weil es einfach zeitmäßig für mich besser passt. Weil abends orientiere ich mich so ein bisschen nach meiner Mutter, wann sie ob kommt, ob sie Frühschicht oder Spätschicht hat, weil wir gehen dann mit den Hunden laufen und so weiter, wollen dann kochen. Dass abends mehr so spontane Streams kommen, wo man ein bisschen was zocken, ein bisschen reagieren und so. Und morgens macht man dann halt so Kunststreams, wo man dann halt ein bisschen an den Animationen arbeiten, 3D-Modelle machen, zeichnen werden, ein bisschen Quatsch in Unreal machen werden. Dass wir dann halt alles kommen. Die ganzen Streams, die gehen dann halt morgens auch nur so 2, maximal 3 Stunden. Die nehme ich natürlich auf. Die sind auf YouTube dann halt auch für immer verfügbar, solange die nicht geclaimed werden. Aber damit hatte ich jetzt noch keine Probleme. Hier und da wurde mal Musik geclaimed, aber das ist jetzt auch nicht so weiter schlimm, dass man kurz mute ist oder so. Da muss ich ein bisschen besser drauf aufpassen, weil auf Twitch ist eigentlich ziemlich relativ egal, aber YouTube ist da so ein bisschen härter dahinter. Da werde ich mir ein bisschen Musik raussuchen, die ich dann halt auch spielen kann. Mal so grob den Plan. Sagt, nach der Gamescom ist dann so der Start, wo sich das alles normalisiert. Ich habe ein paar Pläne gemacht, die mir halt nach und nach so ein bisschen abgehen. Ich will meine Webseite wieder auf den Damm bringen. Da bin ich auch schon so ein bisschen dabei für die Aufträge. Ich will dann gucken, ich will Etsy wieder auf Vordermann bringen. Das hatte ich ja eigentlich alles vor der Reha vor, dass ich Sticker anbiete, vielleicht auch Button, weil ich habe eine. So eine Buttonmaschine, die werde ich dann auch testen und generell so ein paar andere Tools wollen wir mal testen und mal schauen, was draus wird. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was das wird. Und ich versuche das alles auch mal ein bisschen besser zu planen, weil es für mich auch eigentlich vonnöten ist, dass ich meinen Tag mal ein bisschen plane, weil mir das hilft, einfach mich auch an irgendeinen Plan zu halten und nicht wieder komplett in sonst was zu versinken, dass ich mir so eine Art Stundenplan mache. Da gehört halt auch der Streamingplan dazu. Und dann halt spontan abends mal ein bisschen Blödsinn machen, wo man dann halt einfach relaxen und ein bisschen spielen oder halt, wie gesagt, Reactions oder irgendwas. Ich wollte ja meinen Reactions-Kalan auch ein bisschen starten oder wieder ins Leben berufen.
Ich packe den auch einfach mal in die Endcard rein. Da noch nicht so viel. Ich hatte gedacht, ach komm, wir machst in der Reha, machst du ein paar Dinge offline, aber ich hatte jetzt nach der Reha einfach, wenn die Tage rum war, so wenig Energie, weil es halt auch hier so schwül und warm war und es ging gar nichts mehr. Und dann hatte ich keinen Bock, weil mein Mikrofon nicht funktioniert hat. Ich hoffe, das Ding funktioniert jetzt besser. Und ja. Ich glaube, damit ist für die Woche alles gesagt. Nächste Woche sehen wir uns wieder von zu Hause aus. Ich bin leider nicht dazu gekommen, draußen was Vernünftiges aufzunehmen, weil draußen ist dann halt dann doch viele Leute, Wind und so weiter. Und das hat mich alles ein bisschen genervt und gestört. Und ja, vielleicht sollte ich mich von sowas nicht so unbedingt nerven lassen, damit wir halt auch vernünftige Vlogs drehen können, wenn wir halt irgendwo hingehen, wenn wir mal unterwegs sind. Vielleicht die Gamescom oder so. Würde ich mal in meinen eigenen Schatten springen, aber das war jetzt einfach too much für die Reha. Vielleicht dann irgendwann anders. Ja. Große Ziele. Mal gucken, wann wir wo ankommen. Ich habe es auch nicht so wirklich eilig. Nach und nach haken wir alles ab. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder von zu Hause und vielleicht sogar zwischendurch. Nächste Woche in einem normalen Video, weil ich bin ja Dienstag erst zu Hause und dann werde ich wahrscheinlich nicht streamen können. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao.